Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Survival Fountain of Youth mit mir, dem Reeves, und unserem schiffbrüchigen Namenlosen. Ja, wir befinden uns auf dem Weg zu einer neuen Location nach unserem rapiden Spielabbruch im ersten Versuch, wo wir einfach brutal vorgestürmt sind. Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn, sowieso nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen. Machen wir das jetzt ganz entspannt und machen uns überall ein paar Locations, dass wir immer ein Bett haben, ein Lagerfeuer und eine Lagerkiste. So, wir kommen da vorne auch schon an unsere nächste Location. Vielleicht können wir die claimen. Wir schauen sie uns mal an. Hier haben wir auch nochmal eine Angelstelle. Auf jeden Fall brauchen wir schnellstmöglich Liane, um Seile zu machen, dass wir die Bäume besteigen können. Für die Kartografie, dass wir wissen, wo wir welche Ressource findet. Das finde ich auch recht interessant. Das habe ich so noch nie im Survival-Spiel gesehen. Oder sehr, sehr selten, dass man angezeigt kriegt, wo die Ressourcen sind. Okay. Wenn wir hier eine Überdachung bauen würden. Ja, nee, so gut finde ich die Location gar nicht. Wir haben hier recht wenig Ressourcen. Ein paar Kokosnüsse, okay, aber mehr auch nicht. Ja, wir springen. Seht ihr das, was da unten drin glitzert? Können wir uns das holen? Das habe ich noch gar nie gesehen. Was könnte das sein? Ich hoffe jetzt nicht, dass mir von einem Hai angegriffen werdet. Da unten. Irgendeinen Trank. Jetzt haben wir halt den Statuseffekt eingeweicht. Was ist jetzt los? Meine Ausdauer. Ich ertrinke. Oha, okay. Ich habe jetzt gar nicht auf die Ausdauer geachtet. Interessant zu wissen. Krabben. Krabben für Krabbefleisch. Wie lange hält denn der an? Ah ja, dauert noch ein bisschen. Das Gute ist, durch die Rüstung ist es jetzt völlig egal, dass wir in der Sonne sind. Da oben fliegt ein Vogel. Die hasse ich. Kokosnuss sind wir dann, ja, sind überladen, aber wir können ja eine craften und trinken. Weil es geht eh gerade runter. Unsere Werte. Mal in die Karte geschaut. Ja, ja, das Vogelnest. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Schöne Mittagssonne. Die Trinkwasserquelle und das X. Ja, wir haben hier keine gescheiten Ressourcen in der Nähe, um ein Zwischenlager zu bauen. Ein bisschen was hätte ich ja schon gern. Oh nee, komm. Dich brauche ich jetzt nicht.
Greift er mich jetzt? Nee, der greift mich nicht an, oder? Hier ist wieder so einer. Da vorne, bei dem Baum. In der Nähe, dort irgendwo, schlagen wir unser nächstes Camp auf. Und ich glaube, ich weiß auch wo. In den Ruinen. Dort haben wir hoffentlich keine Schädlinge. Wir sind vom Wind geschützt, wenn alles gut läuft. Und Regen haben wir sowieso keinen. Das wird optimal. Da haben wir es nicht weit. Hier können wir lange Stücke holen, so wie das ausschaut. Da vorne haben wir Palme für Blätter. Kriegst du Stab in den Kopf. Hohlgraben. Leicht überladen. Was könnten wir abwerfen? Ja. Wir sind ja gleich da, dann können wir eine Lagerkiste bauen. Seht ihr die Vögel überall? Die haben das letzte Mal so gestört. Und ist auch ein Nest. Kann ich hier hoch? Ja. Weg mit dir. Ja, perfekt. Perfekte Location. Hier liegen sogar Lianen. Perfekte Location. Wir legen los. Ein primitives Bett. Die legen wir jetzt einfach mal hier in die Ecke. Bauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Lagerkiste. Können wir eigentlich schön hier neben den Eingang platzieren. Ein Tier jagt mich. Welches Tier jagt mich? Aber nicht der Vogel, oder? Dann machen wir ein Lagerfeuer in die Mitte. Ja, oder hier hin. Spielt ja keine Rolle. Bauen. Sehr schön. Was haben wir noch? Eigentlich sind wir gerade sehr gut ausgestattet. Das heißt, Brennstoff ist drin. Einmal durchbraten, bitte. Ja, wir machen noch mal ein bisschen dazu. 2, 3, so. Spiegeleier können wir nicht, aber die können wir auch noch machen. 2x Brennstoff. Das ist ein bisschen ärgerlich, ein Tier jagt mich. Okay, wir haben jetzt 2 Lianen. Wir legen ab. Die Würmer brauchen wir aktuell nicht. Das Ei brauchen wir nicht. Die Holzkohle behalten wir. Die Muschel können wir auch ernten. Knochenstücke. Wir gehen jetzt dann auf Tour und holen uns Nachschub. Einmal essen. Der Stein kommt auch weg. Wobei, können wir dich reparieren? Ich glaube nicht da. Zerstören. Ja, das macht keinen Sinn. Eine neue Steinklinge. Und ein neuer Holzspeer machen wir auch nur direkt.
Dich behalten wir, dich können wir ablegen. Die sind gebraten. Ich lege mal ab. Die Muschel kommt weg. Die Angel brauchen wir aktuell nicht. Der Anzünder brauchen wir nicht. Der lange Stock behalten wir. Schlangenschwanz, können wir den garen? Was können wir mit dem machen? Kann bei Schlangenkadavern gesammelt werden, Baupläne. Dafür brauchen wir 3 Stück zum Trocknen. Die Chance für die Verletzung ist echt riesig bei der Schlange. Nehmen wir dich noch mit. Einmal ein neuer Stab. Den können wir fallen lassen. Ausrichten, Dankeschön. Blätter weg. Okay, perfekt. Wie schaut's denn aus? Wir haben Nacht, wir schlafen 5 Stunden. Es hat aufgehört mit Regnen. Sehr schön. Wir haben eine Liane. Können wir uns dann ein Seil craften? Mit schmalen Blättern. Dann können wir den Baum erklimmen. Dich brauchen wir und dich brauchen wir. Machen wir uns ein Lianeseil. Ja, und ich höre schon, da draußen ist wieder ein Vogel, von dem ihr angegriffen werdet. Konzentration Rang 1. Schaltet den Konzentrationsmodus frei. Zugänglich mit dem V-Hotkey. In diesem Modus werden Spezialobjekte, Waffen, Munition und fallengelassene Taschen hervorgehoben. Lernen wir mal. Ja, das ist doch ganz cool. Wie mega. Obsidianscheibe, Feder. Ja, das nehmen wir jetzt alles mal mit. Das können wir einlagern. Fischgräten. Okay, das passt soweit. Wasser brauchen wir irgendwann mal. Wasser. Langsam, sonst kriegen wir wieder Fallschaden. Was haben wir hier? Brennnessel, Kamille. Ein Haufen Schrott. Ja, diese Harpien, die nerven so tierisch. Ja, komm her, ich nehme mit. Ist immer gut für Nahrung. Dieses Huhn, was können wir denn mit dem Huhn machen? Hühnerfleisch. Ist bestimmt schon geflüchtet jetzt. Ja. Ja, perfekt. Das funktioniert einwandfrei mit dem Seil. Einmal kartieren. Platonia haben wir in der Nähe. Hier haben wir eine Salbei, ein paar Krabben, ein Steinhaufe. Bei Joa, Datteln, Steinhaufen, Drachenfrucht. Okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall erstmal Stücke.
Blätter. Apropos Blätter. Wo haben wir euch? Hier brauchen wir die schmale Schreinereiwerkbank und eine normale Werkbank. Hier brauchen wir noch mehr Liane. Einen Häutedrückner-Trockner können wir bauen. Lianenseil. Ja, so langsam nimmt es doch Form an. Ein tragbares Blätterbett. Cool. Ja, jetzt habe ich wieder mega Fun. Ja, am Anfang dachte ich echt, mit denen, der Start war einfach nicht gut. Aber jetzt, mega. Kein Vergleich zum letzten Mal. Langer Stock. Können wir dich reparieren? Brauchen wir Stein. Wo war dieser Steinhaufen? Da vorne. Gerade die andere Richtung. Ja, komm her. Alles ernten. Dann können wir die Steinaxt reparieren. Ja, das benötigt immer ein Stein. Echt nicht gut. Sag mir mal, was du für eine Frucht bist. Was können wir mit dir machen? Wasser und Essen. Okay. Haben wir alle Ressourcen, um eine normale Werkbank zu bauen? Nein. Kleine Stücke wären nicht schlecht. Jetzt können wir die reparieren. Und ich denke, beim nächsten Mal, spätestens bauen wir uns eine neue. Da macht es keinen Sinn mehr wegen der Haltbarkeit. So. Ja, ich brauche nur Brennstoff. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Zurück in unser Camp. Verdorbenes Essen. Was kann man mit verdorbenem Essen machen? Nix wahrscheinlich. Und als Köder nutze. Naja, das macht aber nicht viel Sinn. Okay, der lange Stock kann raus. Jetzt habe ich die Steine aufgesammelt. Okay, mehr geht da nicht rein. Die können wir mal ablegen. 5 nehmen wir mal mit. Ein geeigneter Zünder. Einmal alles verarbeiten. Den Skorpion können wir auch aufverarbeiten. Wir haben hier ja nur Blätter. Kamille. Die halten für immer. Das ist großartig. Ich brauche unbedingt Wasser brauchen wir unbedingt. Ich tun wir essen. Das lassen wir mit dabei.
Wie schaut's aus? Haltbarkeitsspeer. Großartig. Die Steinaxt einmal reparieren. Schon wieder. Und das nächste Mal bauen wir uns eine neue. Ein Stein behalten wir. Das kann weg. Das behalten wir drin. Ich könnte mal. Ja, die ist sonst eher hinüber. Die behalten wir auch rein. So. Essen. Das heißt, wir würden schlafen und erkunden nochmal hier ringsrum. Hier sind noch zwei Ausrufezeichen. Ah, Fallschaden. Ja, da kommt jetzt bestimmt gleich wieder die Harpie und dreht voll durch, wenn ich das Teil hole. Naja. Was können wir hier machen? Eine Trophäe. Ja, komm, gib mir das Ei und dein Fleisch. Das reicht. Die Eier holen wir uns auch. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Hier kriegen wir Knochen her. Obsidiansäge. Damit können wir Holz bearbeiten. Das sind auch Knochen. Was liegt hier? Ah, der Holzspeer. Ah, perfekt, abgeschlossen. Ja, wir sind hier jetzt mittlerweile ziemlich gut aufgestellt, muss ich sagen. So, die zwei nehmen wir nur, die können wir braten. Und dann haben wir echt eigentlich genügend. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns noch einen Stein und zwei lange Stücke auf jeden Fall mit. Beziehungsweise, ja. Dann machen wir 3, 4. Wie viel brauchen wir für ein Bett? 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 hauen wir hier jetzt noch rein. 1, 2, 3. Ein Zünder. Die nehmen wir auch mit. Craften. Spiegeleier. Craften. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch. Da reicht die Brenndauer wieder nicht. Ja, perfekt. Einfach perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Die Obsidian nehmen wir mit. Wir schauen in die Karte. Ja, wir sind ja schon hier. Das heißt, wir können hier das Fernglas dann holen. Und dann läuft es. Super. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bei dem Wiedereinstieg in den letzten zwei Folgen mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.